Hallo liebe Freunde, wieder herzlich danke fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Heute, liebe Zuschauer, spielen wir wieder Mario Kart 8, allerdings spielen wir diesmal Versus-Rennen, einfach nur, weil wir da Einstellungen treffen können. Ich habe schon ein bisschen was eingestellt, wir fahren wieder mit Geschwindigkeit 100 cc. Ohne Teams natürlich, Items habe ich diesmal furios genommen, damit es ein bisschen spannender wird. Komm, habe ich mal auf schwierig gestellt, ich bin gespannt, wie das wird. Fahrzeug natürlich alle. Zufällige Streckenauswahl habe ich eingegeben und Rennen 4 Runden. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt los und schauen, was uns da so erwarten wird. Oh, Tic-Tac, Tic-Tac-Trauma. Die Map hat es am Nintendo DS gegeben. Das weiß ich noch, bei Mario Kart irgendwas. Ich sag gerne Mario Kart einfach kassen für Nintendo. Boah, das war so geil. Ich habe das geliebt. Ich mag die Musik auch so gern vor dem Spiel. Ich hoffe, das ist ziemlich ähnlicher. Oh. Ja, ist sie. Die Musik ist geil. Warum bin ich nur Dritter? Ey, Scheiße! Bam, 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 bam. Ey, echt jetzt? Fick dich! So, komm. Ey, echt jetzt? Okay, okay. Ey, was? Das gibt's doch nicht, Herr. Gut. Ich nehme das gerne die Abkürzung da, ja. Zweiter, okay. Komm, den schaffen wir noch. Ja, erster! Das hoffentlich bleibt jetzt so. Und jetzt darf man nicht dumm sein und das Items wegschmeißen wie in der letzten Folge, sondern müssen sie behalten. So. Oh, dann nehmen wir eine von. Komm, 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 du kriegst mir die Pistole-Item. Nice! Ja! Leute, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin verdammt gehypt von diesem Mal mit Markus und so spielen. Weil. Aber die Gegner du schwierig eingestürzt sind, sind sie doch leichter als wenn du mit einem anderen spielen würdest. Und ich bekomme einen Anruf! Nicht jetzt! Ich kann nicht! Ich bin in einem wichtigen Rennen. Echt jetzt? Na, warte mal. Ey. Ey. Weg mit euch. Die will mich einholen. Das kann ich nicht zulassen. Echt jetzt? Warum tue ich das? Was mache ich da? Nein! Das gibt's nicht! Das kann nicht! Das kann nicht! Alter! Alter Schwede! Wow! Puh! Aber erster. 15 Punkte. Wir sind erster. Es ist schon ein bisschen gut, ja? Ah, königliche Rennpiste. Sehr, sehr stylisch. Die erinnert mir ein bisschen, da hat es am Nintendo DS so eine ähnliche Strecke, oder hat so eine Strecke gegeben. Was man ein bisschen heißt. Aber die erinnert mir ein bisschen. Da fahren wir auch in dem Gelände vom Palast. Oh, und die Musik natürlich. Den man vielleicht auch hin und wieder bei unseren Let's Plays hört oder gehört hat in der Vergangenheit. Echt jetzt, Wiese! Scheiß Baby Rosaline, die ist besser als angenommen. Die versuchen mit abzuschießen. So, geht doch. Echt jetzt! Der hat mein Pelz, der hat mein Anzeige gemacht! Scheiß Baby Peach! Nein!
Nein, lass das bleiben. Kann man irgendwie abkürzen? Verpiss dich! Der holt sie Wildschatten! Und ich bin in der Wiese! Ja, alles klar. Komm. Gönn dir! Echt jetzt! Fick dich! Fickt euch alle! Oh, der erste ist ein bisschen ausgebremst. Das ist nämlich schon sehr gut. Damit haben wir eine Chance, wieder komplett da. Wow. Echt jetzt? Warum bin ich jetzt nicht einig von? Alter. Jo, Baby Peach, fick dich einfach nur. Wie sie die scheiß Banane aufbehalten bis zum letzten. Oh, schau, Daisy Ballon, ist das cool. Echt jetzt? Fickt's euch doch alle, hört auf damit! Komm, gönn dir! Echt jetzt? Nein! What the fuck? Hab ich schon wieder Dinge abgeschossen? Ja! Nein! 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 Das gibt's nicht! Ja, genau! Kommt, überholt's mir doch alle, ihr Idioten! Und jetzt schießt ihr den Scheiß noch hinten, oder was? Verpiss dich! Geh weg von mir! Okay, wenigstens zweiter. Überholen! Komm! Komm! Mach es! Ja! Ja! Oh, mein Hintergrund! Wow, wow, wow! Wieder 30 Punkte! Boah, ist schon viel spannender als in der letzten Folge, Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und los. Ich hab gar nicht vergessen, was für Strecke das ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Strecke heißt. Aber es ist unwichtig. Hauptsache, ich gewinne sie. Ey! Komm, fick die Bewohner. So. Komm, warum kriege ich denn eine Dolle? Komm, bam und bam und... Oh, fuck. Fuck. Woo. Warum haben wir die Banane geholt? Nimm die Banane weg da. Komm. Gönn dir. Hahaha. So. Weiß gar nicht, was gerade abgeht. Okay, da fliegt der Panzer. Wow, da fliegt noch ein Panzer. Okay, das man trifft noch. Ey, was ist da? Fick dich! Fick dich! Greenscreen passt noch, perfekt. Ah. So wie die Banane wieder weggeschmissen. Was ist los mit mir? Komm, zwei Münzen noch, zwei Münzen noch. Nicht einmal eine habe ich kassiert. Bam, 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 bam und bam. Ja, nice. Gut, das ist immer sehr praktisch. Ja! Ich hab's von mir weggehalten. Sehr nice. Okay, jetzt bin ich überhäuft von mit Bananen. Das ist sehr gut. Sehr gut. Boah, ich habe einen Vorsprung, das gibt's ja gar nicht. Okay, und jetzt ist der Vorsprung gleich wieder weg. Jetzt bitte keine blaue mehr. Bitte keine blaue mehr. Bitte nicht.
Alter! Der Spielsound ist definitiv ein bisschen laut. Das ist ein Witz! Okay, sehr gut. Wow. Nice. Alter! Boah, okay. Es ist echt verdammt schwer, den Spielstand ein bisschen zu regeln. Die Wario Arena. Und damit das letzte Rennen für heute. So. Und Vollgas. Oh, doch, kein Vollgas. Also das mit dem Start kriege ich noch nicht ganz so hin, wie ich es gerne hätte, ja. Boah, die Strecke ist angelehnt. Oh, die Strecke ist wirklich angelehnt an die komische Strecke. Ich weiß nicht, wer von euch Mario Kart am Nintendo DS gespielt hat, ja. Aber am Nintendo DS hat es eine Strecke gegeben, ja. Die, beim letzten Cup, ich glaube, das war der Kronencup. Wo, die Galaxie-Strecke war, ja. Die erste Strecke, die es gegeben hat. Die allererste, die man angefangen hat, das war eine Wario-Strecke. Mit der gleichen Musik und mit den ähnlichen Strecken aufgebaut. Nur das Wasser war nicht da. Und so verschiedene Elemente, die... Wo driftest du hin? Die anders waren. Aber sonst verdammt ähnlich. Echt jetzt? Aha. Alter. Aber es ist echt anstrengend. Und da komme ich wieder nicht durch. Aber ich brenne nicht. Das ist ja ein guter Anfang. Aber meine Gegner sind noch besser durchgekommen als sie. Und ich habe das Driften versäumt. Was nicht sehr gut ist eigentlich für mich. Dass ich habe generell so das Gefühl über ziemlich scheiß Auto. Ich muss mir ein neues Auto zusammenstellen. Echt das Gefühl, dass das nicht so geil ist, so ein scheiß Greenscreen. Okay, und... Oh, fuck! Nein! Blaue! Aber dich hat's getroffen, du dummes Stück. Geh mal aus dem Weg, komm, verpiss dich! Komm, mach Platz! Echt jetzt! Also ich sag's euch, das ist ein Spiel! Ich liebe es. Ich liebe Spiele, wo ich herumragen kann, weil... Ich liebe es, mich aufzuregen. Aber es kommt immer darauf an, inwiefern mich auf... Warum habe ich das jetzt benutzt? Es kommt immer darauf an, inwiefern aufregen. Aber das ist jetzt ein Spannungsspiel, da fühlt man, man fühlt die ganze Zeit mit. Die ganze Zeit so, oh scheiße, jetzt hoffentlich kein Blaue mehr, oder boah, hoffentlich bleibst du Erster, oder scheiße, warum... Es ist einfach, es bleibt immer spannend und man ist immer, so, unter Strom, ja. Das finde ich sehr, sehr nice, aber ich glaube, das war ja schon, scheiß Greenscreen. Das war ja schon die letzte Strecke, ja, wir können uns die Ergebnisse anzeigen. Immer Erster geworden. Perfekt. Der Markus-Song wird ein Gedicht. 60 Punkte, goldene Trophäe, was will man mehr? Glückwunsch. Easy peasy, Leute. Ich glaube, wir können jetzt dann sogar höhere Geschwindigkeit nehmen. Nein, wir bleiben jetzt mal bei der Geschwindigkeit, würde ich sagen. Das fordert eh schon sehr. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ja. Ob's, gibt es mir auch Challenges. Wir können ja immer nur einen Panzer nehmen oder die schlagt mir Autoteile vor, bla bla bla. Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber beachtet bitte, ich mache jetzt immer mehrere Videos gleichzeitig, also jetzt mehrere Videos auf einmal auf. Das heißt, es kann sein, dass eure Vorschläge erst später mit eingebunden werden, ja. Aber ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!